Selbstständigkeit in 60 Sekunden, heute mit Sonja Gründemann. Sonja, was machst du? Oh, ich liebe, lebe und atme die Bühne. Und das heißt? Ja, die künstlerische Bühne. Ich bin Schauspielerin und Sängerin und moderiere ganz viel. Aber auch die Businessbühne, denn ich habe in meinem ersten Leben, sage ich immer, BWL und Bank studiert. Und da kommt das Businessherz. Ich sage mal, ich habe zwei Herzen in meiner Brust, Business und Bühne. Cool. Und bist du immer schon selbstständig? Naja, ich habe studiert, ein duales Studium, BWL und Bank. Und war dann noch ein Jahr in der Bank. Und dann habe ich eine Musical-Ausbildung gemacht. Und danach bin ich quasi in die Selbstständigkeit gerutscht. Also mittlerweile schon eine ganze Weile. Cool. Und war das beabsichtigt oder einfach so? Nein, es war überhaupt nicht beabsichtigt. Ich erinnere mich immer noch an ein Gespräch mit einer Freundin während meines BWL-Studiums. Sie sagte, oh, ich will unbedingt mal selbstständig werden. Und ich, was? Auf gar keinen Fall. Ist doch super angestellt. 30 Tage Urlaub, 9 to 5 und so. Ja, und jetzt bin ich seit fast 20 Jahren selbstständig. Und wie war das damals so, als du dann da so reingerutscht bist? Ja, eigentlich ging es schon über Studentenjobs los. Ne? Ich war während der Musical-Ausbildung, habe ich immer Messe-Hostess gemacht und sowas. Und dann ging es irgendwie weiter, weil ich keine Anstellung am Theater hatte. Und ich kann heute sagen, es ist das Beste, was mir passieren konnte. Also ich glaube, ich bin auch nicht mehr anstellungskompatibel. Ich liebe die Selbstständigkeit. Und warum? Ja, wegen der Freiheiten. Ich kann machen, was ich möchte, natürlich mit allen Höhen und Tiefen. Es gibt immer wieder Täler, also abgesehen von der Pandemie, auch vorher schon Höhen und Tiefen. Und natürlich gibt es mal Zeiten, in denen es irgendwie schwierig ist. Aber ich mache das, was ich möchte und liebe. Und wie gehst du in diesen schwierigen Phasen mit den Herausforderungen konkret um? Also, wenn ich eine Runde geweint habe, das passiert natürlich zwischendurch auch, dann weiß ich, dass ich ein Netzwerk habe, auf das ich mich verlassen kann. Und dann weiß ich, in mir gibt es einfach so eine Kraft, die sagt, es geht immer weiter. Und eben auch die Erfahrungen, die ich jetzt schon habe, das ist hart, aber es geht irgendwie daran, darum, den Glauben nicht zu verlieren an das, was ich tue und möchte und die innere Getriebenheit, die da einfach auch ist. Und was gibt dir in deiner Selbstständigkeit die ganze Zeit diese Energie? Also ich meine jetzt nicht nur die Energie weiterzumachen, sondern es gibt ja wahrscheinlich ganz viele schöne, kraftgebende Momente. Ja, der Moment auf der Bühne. Also entweder wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn Menschen auf der Bühne stehen oder mir hinterher davon berichten, die ich begleitet habe im Coaching. Ich mache ja auch Auftrittscoachings für Vorträge und Präsentationen. Und es gibt immer so diese Momente, da kriege ich jetzt auch eine Gänsehaut, wenn entweder schon im Coaching bei Ihnen was passiert und Sie merken, da habe ich Bock mit auf die Bühne zu gehen. Oder Sie mich hinterher anrufen oder wir den nächsten Termin haben und Sie sagen, das hat so gut funktioniert und die Leute fanden das so cool. Und das ist das, was mir Kraft gibt. Und natürlich, wenn ich auf der Bühne stehe und die Menschen lachen oder sind berührt oder kommen hinterher zu mir und sagen, das war ein toller Abend, das ist das, was mir wirklich alle Kraft. Das merkt man richtig, wenn man dir zuhört. Total cool. Ja. Und du hast ja, also du hast erzählt, also Bank, also BWL, Bank, dann Musical und jetzt, und genau, dann Schauspielerin und jetzt aber auch Business Coaching. Kannst du ein bisschen was über die Evolution erzählen und wie du da hingekommen bist? Ja, die Evolution ist tatsächlich so, dass ich nach meiner Musical-Ausbildung erstmal einen Job gesucht habe und auch in einer großen Produktion war, die geplatzt ist. Das war sehr, sehr ärgerlich. Ich habe so ein paar Musical-Shows gespielt. Und dann bin ich erst mal in einer Eventagentur gelandet und habe internationales Projektmanagement gemacht. Und parallel bin ich aber ans St. Pauli Theater empfohlen worden und habe teilweise tagsüber in der Agentur gearbeitet und abends auf der Bühne gestanden. Es war echt, da war ich jung, ne? Da konnte ich das noch. Es war wirklich eine tolle Zeit, auch die Agenturzeit. Und dann habe ich gesagt, so Bühne noch mal ganz oder gar nicht. Habe viel Theater gespielt. Und dann bin ich über ein Business-Theater in den Bereich Training und Coaching gekommen. Und dieses Unternehmenstheater hat quasi meinen Grundstein gelegt fürs heutige Auftrittstraining und Coaching. Und parallel habe ich Soloprogramme geschrieben und weitergespielt und mit einer Duopartnerin bin ich aufgetreten. Also es läuft jetzt schon seit vielen, vielen Jahren parallel und das befruchtet sich einfach. Und du hast auch ein Buch geschrieben? Ja. Und wie bist du dazu gekommen? Ja, ich bin in der GSA, in der German Speakers Association, und ich habe letztes Jahr eine große Convention gestaltet als Chair. Das heißt, ich habe das Programm gestaltet und ich habe moderiert und habe gesagt, so, und zu der Convention möchte ich mein erstes Buch haben, weil in der GSA irgendwie jeder ein Buch hat. Und ich wollte aber auch schon immer ein Buch schreiben. Und eigentlich dachte ich, ich schreibe jetzt einen Ratgeber für den erfolgreichen Auftritt. Und dann ist eine Erzählung draus geworden, Rampenlicht. Sie suchte die Bühne und fand sich selbst, weil ich einfach da
meinem Herzen gefolgt bin. Und für wen ist das Buch? Das ist für alle, die den Mut nicht verlieren wollen, auf die Bühne oder ihre, also auf die Bühne zu gehen, beziehungsweise ihre Träume nicht verlieren wollen. Die, ja, es gibt einfach so viele Widerstände, auch in der Selbstständigkeit oder auf dem Weg zu seinen Träumen, dass man einfach den Mut nicht verlieren darf und immer weitermachen. Das ist eine wunderbare Überleitung zur Selbstständigkeit. Ja. Wem würdest du denn heutzutage die Selbstständigkeit empfehlen? Oh, der erste Impuls war, jeder, der seinem Herzen folgen möchte, sollte in die Selbstständigkeit gehen. Das ist wahrscheinlich sehr hoch gegriffen, aber in der Selbstständigkeit kann ich tun, was ich möchte, mit allen Höhen und Tiefen. Und wenn ich so einen Traum habe, der in mir ist, dann kann ich das am besten da verwirklichen. Mega schön. Und worauf sollten die Personen achten? Du hast ja wahnsinnig viel schon gelernt, wahrscheinlich auch einfach Schmerzen durchlebt. Ja. Wo Augen und Ohren offen halten? Bei Menschen, die dir versprechen, dass du innerhalb kürzester Zeit mega erfolgreich wirst und ganz viel Geld verdienst. Auch das habe ich alles erlebt, immer mit der gehörigen Portion Achtung. Aber trotzdem, ich habe auch natürlich Menschen getroffen, die sagten, das ist gut für dich, mach das. Ich habe Gott sei Dank nie Kredite oder sowas aufgenommen, da hat mein BWLer-Herz dagegen geschlagen. Aber es gibt so viele Menschen, die neu anfangen und dann wird denen das Große versprochen, es ist Arbeit und es ist ein langer Weg. Es sei denn, du hast Glück und wirst entdeckt. Und ganz konkret, was würdest du Menschen gerade empfehlen, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Sich gut zu informieren, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen, immer wieder auf Veranstaltungen zu gehen und sich mit anderen Gründern und Gründerinnen austauschen. Einfach Informationen sammeln und nicht blauäugig starten. Könntest du dir vorstellen, nochmal angestellt zu sein? Nein. Und würdest du dich selbst in diesen unsicheren Zeiten nochmal selbstständig machen? Ja, weil mein Herz das will. Würdest du Sachen anders machen? Ich glaube, ich würde mich tatsächlich noch besser informieren und teilweise noch besser auf mein Bauchgefühl hören, als ich es manchmal getan habe. Und ich würde mir teilweise mehr Ruhe gönnen und nicht in diesen Hamsterrad-Modus. Ich bin sehr resilient, aber trotzdem kommt dieser Hamsterrad-Modus, gerade durch die Pandemie auch. Oh, ich muss was tun, wo kriege ich mein Geld her und so weiter. Und auch durch die Erfahrung, die ich mittlerweile habe, öfter mal zu sagen, hey, ich gehe mal ein Stück zurück und betrachte das Ganze nochmal von außen. Ist das wirklich alles notwendig, was ich jetzt gerade tue? Ja, das erlebe ich auch immer wieder, dass man eigentlich viel zu viele Sachen macht, wo man denkt, dass sie wichtig sind, ja. Wenn man ehrlich zu sich selber ist, man die eigentlich cutten kann. Ja, wenn ich da noch eine Sache ergänzen darf, gerade Social Media suggeriert uns ja einfach auch, dass wir eigentlich ständig was tun müssen und sich da auch wirklich ein Stück zurückzunehmen und zu sagen, hey, ich brauche nicht das und das, vielleicht kann ich doch was gehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Und hast du konkrete Ziele für dich in den nächsten 5 Jahren, wo du hin willst? Ja. Auf die ganz große Bühne. Cool. Immer noch. Cool. Und das heißt? Also der ganz große Traum ist die Barclays Arena tatsächlich. Da mit einem Programm. Mit einem eigenen Programm? Auf jeden Fall. Mega cool. Ja. Ich drücke dir jetzt schon ganz doll die Daumen. Dankeschön. Und freue mich, deinen Weg weiter zu verfolgen und wünsche dir alles, alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Dankeschön.